nicht Fotograf, echt super, ich muss verkaufen. Sehe ich hier mit einem Riesenrad hinter mir. Das ist auch wirklich sehr riesig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video sitze ich mal nicht im Studio, sondern im Auto auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen. Denn genau dort geht in ca. 4 Stunden unser Flug nach Dubai zur Expo. Und ich möchte heute im Video mit euch die Sony ZV-1 testen, die mich auch gerade filmt, beziehungsweise euch ein Review geben, wie sie sich im Jahr 2022 schlägt. Und deswegen dachte ich, wie kann man eine Vlog-Kamera besser testen als mit einem Vlog? Also gibt es einen Vlog, der erste Vlog hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr freut euch. Also dranbleiben und viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. So, wir sind jetzt hier in der Magnetbahn angekommen, sind auch die einzigen auf dem Parkhaus beim Mega viel Platz. Zeitlich immer noch super im Rahmen, sind gleich hier am Flughafen, im Flughafen sogar schon. Checken ein und haben wir noch einige Stunden Aufenthalt hier. So, wir haben es jetzt auch durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Wir sitzen jetzt hier und warten, dass wir boarden können. Das ist auch gleich schon soweit in 20 Minuten. Der Flughafen ist extrem leer. Hier ist fast keine Person tatsächlich. Das ist echt krass. Hab noch nie so einen leeren Flughafen gesehen. Liegt wahrscheinlich an Corona, kann ich verstehen. Wir sind hier natürlich. Wir sind hier. Und ja, jetzt geht's los zum Boarding. So, wir sind inzwischen im Hotel angekommen, wir waren auch schon Mittagessen und haben einen kleinen Powernap gemacht, weil im Flugzeug mit Schlafen, das hat so semi gut geklappt. Jetzt ist es ungefähr 15 Uhr am ersten Tag, das heißt, wir haben nicht den ganzen Tag verpennt, was auch gut ist. Und wir wollen jetzt mal zur Dubai Marina fahren und ich würde sagen, let's go. So, kurz bevor die Sonne untergeht, haben wir es jetzt auch mal ans Wasser geschafft. Hinter mir seht ihr die Dubai Marina. Das ist eins von 3 Zentren hier in Dubai, was wirklich ja, voll mit Hochhäusern ist und auch wo richtig was los ist. Das 4. Zentrum wird auch aktuell gerade gebaut, aber da kann man noch nicht so viel von sehen. Und wir sind gerade auf einer künstlich angelegten Insel, hier mit einem Riesenrad hinter mir. Das ist auch wirklich sehr riesig. Sieht von Weitem gar nicht so groß aus, aber wenn man davor steht, ist es sehr beeindruckend. Und ich möchte euch jetzt mal mit dieser Aussicht zeigen, was die Kamera an Zoom drauf hat. Und zwar filme ich jetzt erstmal die Dubai Marina da hinten komplett rausgezoomt auf 24 mm mit Active Steady Shot an, also ein bisschen reingecroppt. Ich finde die Aufnahmen sehr gut, obwohl die Blende ganz schön weit zu ist, weil es ganz schön hell ist und der ND-Filter ist tatsächlich an, weil die Kamera hat einen eingebauten ND-Filter, ist perfekt hier für Dubai, aber der hilft gar nicht so viel, weil es einfach hier sehr, sehr hell ist und trotzdem muss die Blende dann auf F6 sein, das ist natürlich schade. Trotzdem finde ich die Aufnahmen richtig gut und jetzt filme ich mal voll reingezoomt mit Active Steady Shot auf die Dubai Marina. Das ist jetzt voll rangezoomt. Auch jetzt finde ich das Bild sehr cool, weil es ja auch ein optischer Zoom ist. Leidet auch die Bildqualität nicht. Das heißt, wir haben hier ein tolles Bild in 4K, 30 Bilder die Sekunde in HDR.
Und das in so einer kleinen Kamera, die man wirklich super gut in der Tasche mit sich rumschleppen kann. Richtig cool. Wir gehen jetzt zurück hier von der Insel wieder runter, bevor es dunkel wird. So, wir können jetzt direkt was zum Fotografieren sagen, denn wir haben gerade, nachdem ich die Szene dort hinten gefilmt habe, auch noch ein paar coole Fotos gemacht für Instagram. Die könnt ihr euch da gerne anschauen. Wie ich da heiße, seht ihr in der Videobeschreibung, blende ich hier auch nochmal ein. Aber wir können zusammenfassend sagen, dass die Kamera auch eine sehr gute Fotokamera ist. Sie ist zwar eigentlich zum Vloggen ausgelegt, aber Pascal, was ist dein Bericht? Also für Fotos vom Schärfe einstellen, wie schnell sie reagiert, echt gut. Die Porträtfotos, die wir gerade von dir jetzt gemacht haben, von mir, fand ich, waren wirklich, wirklich sauber und schnell. 1,8er Blende habe ich heute gelernt, ist ja eine Verspiegelung quasi Hintergrund oder so. Ja, der Hintergrund ist dann unscharf, wenn man die Blende runterdreht. Und das kann die Kamera echt gut, also wirklich, super Ding dafür. Das sehe ich auch so. Also man hat hier einen Knopf zum Defokussieren des Hintergrundes, einen Knopfdruck und die Blende geht auf 1,8 und man hat einen unscharfen Hintergrund. Wieder ein Knopfdruck, ist der Hintergrund scharf. Das ist halt für Leute, die sich damit nicht auskennen, ziemlich einfach, also idiotensicher. Und deswegen, ja, für die Zielgruppe mega Feature. Und auch beim Fotografieren hat es gerade richtig gut geklappt. Die Bilder könnt ihr euch auf Instagram anschauen, Link in der Videobeschreibung. Aber Pascal, was würdest du denn sagen als Laie? Kann man die Kamera als Laie gut benutzen? Ja, definitiv. Einfach, wie gesagt, ich fand es auch eine Handhabung echt super. Und ich habe es ja zu dir mehrfach gesagt. Ich finde die Kamera für mich als Laie, so gesehen, nicht Fotograf, echt super. Ich würde es mir kaufen. Also sagst du guter Preis, 500 bis 600 Euro glaube ich, wenn man sie dann kriegen kann. Es war sehr schwer, die jetzt zu bekommen, weil die gerade überall ausverkauft ist. Hat scheinbar einen guten Grund, warum die ausverkauft ist. Ja, also die ist Pascal-proof, kann man empfehlen. So, die Sonne geht jetzt leider unter schon. Kann man vielleicht ganz gut sehen, ja, die Kamera stellt das ein bisschen um. Wir gehen jetzt hier die Brücke zurück zum JBR Walk und dann suchen wir mal ein bisschen was zu essen, würde ich sagen. Zum Thema Akku kann ich nur sagen, ich war positiv überrascht, denn ich hatte gedacht, dass diese Mini-Akkus, habe ich auch beim Unboxing gesagt, nicht lange halten werden. Aber tatsächlich kommt man mit ein bis zwei Akkus ganz gut durch den Tag. Also ich habe jetzt heute einen einzigen Akku nur gebraucht, habe jetzt auch nicht so viel gefilmt, aber auch ein bisschen fotografiert und das passt wirklich super. Ich muss aber sagen, dass die ziemlich langsam laden. Aber wenn man zwei, drei dabei hat, dann ist man für den Tag mehr als gewappnet und teuer sind sie auch nicht. Leider ist die Kamera aber ziemlich schnell ziemlich warm und das habe ich im Flugzeug gemerkt, denn dort habe ich den Start und die Landung gefilmt und da muss ich leider sagen, wurde meine Hand ganz schön heiß. Bei gerade mal 6-7 Minuten Aufnahmezeit war die Kamera so heiß, dass man sie an manchen Stellen überhaupt gar nicht mehr anfassen kann. Das liegt daran, dass man in 4K extra ein Setting umstellen muss, dass es zu heiß werden darf. Normalerweise würde die Kamera dann ausschalten, damit sie nicht so heiß wird. Also das ist ein bisschen schade, liegt aber am Formfaktor. Da ist ein 1 Zoll Sensor drin und der wird einfach sehr heiß und es ist sehr klein das Gehäuse, um es zu kühlen. Deswegen ist das so. Aber wäre jetzt für mich auch kein Grund, die Kamera deswegen nicht zu kaufen. Also gut. So, wir waren heute den ganzen Tag auf der Expo, sind immer noch auf der Expo. Inzwischen ist schon dunkel. Wir haben einige coole Aufnahmen gemacht. Da gibt es aber ein separates Video und zwar, das heißt irgendwie meine Highlights der Expo 2020, auch wenn es 22 ist, aber so heißt sie halt. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, sobald es dann online ist. Aber ich habe auch ein paar Aufnahmen für dieses Video gemacht und zwar, die dazu beitragen, die Kamera zu testen. Und das seht ihr jetzt. So, gerade eben in dem Pavillon hier hinter mir auf der Expo von Katar konnte ich ein weiteres Feature der Kamera testen, und zwar High Frame Rate. Ich habe einmal in 960 Bilder die Sekunde, einmal in 500, glaube ich, und in 240 gefilmt. Wenn ihr euch fragt, was ich da überhaupt gerade gefilmt habe, das waren Ventilatoren, die LEDs drauf hatten und sozusagen mit mehreren Ventilatoren einen großen Monitor gebildet haben. Mit dem Auge sah es aus wie ein Monitor, mit den High Framerate Einstellungen konntet ihr sehen, dass es letztendlich einfach nur Ventilatoren waren mit LEDs drauf. Und da seht ihr Pascal, wie er Fotos von mir macht.
So Leute, heute ist echt ein besonderer Tag. Ich habe mir heute zwei Träume an einem Tag erfüllt. Der erste war Helikopterfliegen. Das habe ich schon gemacht. Hier ein paar Ausschnitte. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Yeah. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Ich hoffe, euch haben die Ausschnitte gefallen. Es war wirklich eine super Experience. Ja, ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, das mal zu machen. Es zu machen, es lohnt sich. Man ist noch einmal jung und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Man hat einfach einen ganz anderen Blick auf die Stadt als von irgendeinem Aussichtsturm. Und zweitens wollte ich schon immer mal einen Supersportwagen fahren. Ich habe zum 18. Geburtstag damals dann auch einen Gutschein dafür bekommen. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, ihn einzulösen. Inzwischen bin ich 21. Ich sitze nämlich gerade in einem Audi R8. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Also, let's go. Hey, hey. Hier ist übrigens in ganz Dubai eine Geschwindigkeitsbegrenzung von, ich glaube, 100 km/h auf den großen Straßen, auf den kleineren 60 oder 40. Ich würde das an sich in anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika oder sonst wo, wo man Urlaub macht, nicht unbedingt machen, weil es wirklich sehr teuer in den Ländern ist. Hubschrauberfliegen kostet dort sehr viel Geld, so ein Auto mieten kostet sehr viel Geld. Hier jedoch in Dubai ist wirklich der perfekte Ort, um sowas zu machen. Also ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Welt, wo man so günstig so ein Auto mit 620 PS, glaube ich, mieten kann und einen Helikopter fliegen kann. In New York oder so zahlt man sich dumm und blöd und da möchte man auch überhaupt gar nicht fahren. Deswegen ist es hier wirklich perfekt in Dubai und ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt hier machen kann. Es macht richtig Spaß und ja, es ist noch schöner, als ich mir vorgestellt habe. So, hier ein kleiner Zwischenausschnitt zurück in Deutschland beim Schneiden des Videos. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen und möchte einfach noch mal ein paar Final Thoughts mit ins Video geben, bevor es gleich zu Ende ist. Einerseits zur Kamera, aber auch zur Reise, beziehungsweise einfach zum Vloggen. Fangen wir mal mit dem Punkt Vloggen an. Und zwar hat man das Gefühl als Zuschauer von Vlogs oder von Vloggern, der ich ja jahrelang war, dass es gar nicht so schwierig ist. Man nimmt einfach eine Kamera mit und filmt sich einfach ein bisschen am Tag. Stattdessen habe ich es ganz anders empfunden. Also die ersten Tage fand ich es cool, auch beim Fliegen hat man ja Zeit. Aber wenn man dann irgendwie so ein paar vollgepacktere Tage hat, dann ist es doch irgendwie schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Man will die Highlights filmen, man weiß aber nicht vorher, ist es vielleicht ein Highlight oder nicht. Das heißt, man filmt mehr, als man eigentlich braucht. Und ständig hat man nur die Kamera im Gang oder in der Hand, hat irgendwie einen Rucksack dabei, damit man die Kamera noch mit sich rumtragen kann. Und ich hatte jetzt ja schon eine sehr kleine Kamera. Und es ist auch ein bisschen komisch, mit der Kamera hier so durch die Öffentlichkeit zu laufen und da reinzusprechen. In Dubai kannte mich keiner und die meisten haben auch nicht verstanden, was ich gesagt habe. Von daher war es okay. Aber ein, zwei Mal bin ich fast in Leute reingelaufen, weil ich sie nicht gesehen habe, weil ich in die Kamera geguckt habe. Deswegen ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, wie man sich vorstellt. Kommen wir jetzt zur Kamera. Die hat mir alles in allem sehr gut gefallen. Jedoch fand ich sie ein bisschen unhandlich. Das heißt, ohne Stativ konnte ich eigentlich gar nicht vloggen. Ich brauchte immer dieses Stativ, was ich auch in meinem Unboxing gezeigt habe, um meinen Arm nochmal so ein Stück
zu verlängern quasi. Da konnte man das gut anfassen und gut vloggen. Mit der Kamera alleine konnte man es endlich vergessen, weil die ergonomisch nicht so gut war. Aufgrund der Größe. Sie war einfach so klein, dass da keine großen Griffe dran waren. Und obwohl sie so klein war, fand ich es trotzdem nervig, sie mal rauszuholen. Also ich konnte sie nicht wirklich in die Tasche tun, weil das Stativ dabei war. Das heißt, ich musste sie in den Rucksack tun. Und im Rucksack musste ich dann immer erst absetzen und dann die rausholen, anmachen und filmen und wieder zurückpacken. Das war irgendwie ein bisschen umständlich, sodass ich auch den Rest des Vlogs, also was jetzt nach dieser Sequenz hier noch kommt, mit dem iPhone gefilmt habe, weil es mir einfach so gestört hat, diese Kamera mal rauszuholen. Ein Punkt noch zur Brennweite, und zwar hat die Sony ZV-1 ein 24mm Objektiv und ich finde, das ist einfach zu nah dran. Ich filme jetzt hier gerade mit der Blackmagic 6K Pro und ich finde, dieser Frame ist jetzt soweit in Ordnung. Aber bei der ZV-1 würde es beispielsweise so aussehen, also so nah dran, und ich finde, das ist zum Vloggen nicht optimal. Normalerweise filmt man Vlogs mit 16 bis 18 mm Objektiven und da hat die Sony ZV-1 in meinen Augen mit die größte Schwäche. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, zur Reise allgemein. Wir haben total viele Sachen in kürzester Zeit geplant und man denkt, in meinem Alter mit 21 kann man ohne Probleme 5-6 Tage Programm vollpacken, ohne große Pausen zwischen. Ich fand letztendlich, wäre es doch schöner gewesen, hätte man 1-2 Tage Pause dazwischen gehabt, weil es einfach so viel Input, so viel Neues war in so kurzer Zeit, dass man es gar nicht alles verarbeiten konnte. Also ich habe eigentlich bis heute, also knapp einen Monat später, immer noch so Aha-Momente, wo ich dachte, okay, krass, dass du es erlebt hast und so weiter. Und ja, deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr auch irgendwie eine Reise plant mit vielen Erlebnissen, gönnt euch mal 1-2 Tage Ruhe zwischendurch. Das tut ganz gut. So, das waren jetzt meine Final Thoughts und hier kommt jetzt die Heimreise nach Deutschland. So, ich bin schon wieder am Flughafen und wir boarden jetzt gleich unser Flugzeug und dann geht's zurück nach Frankfurt. So, wir sind erfolgreich in Frankfurt gelandet, trotz dieser Sturmböen, ganz entspannt. Ohne große Turbulenzen, das war super. Und jetzt noch schnell die Koffer holen und dann wieder nach Hause. So, da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video gerne eine Bewertung da und schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Highlight von meinem Dubai-Vlog war. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Demnächst kommt auch ein Video noch von der Expo. Das dauert aber noch einen Moment, bis ich es fertig geschnitten habe. Aber sobald es dann online ist, ist der Link natürlich in der Videobeschreibung. Und vergesst mir auch nicht, auf Instagram zu folgen. Dort heiße ich AlonReviews, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt und hier eingeblendet. Dort gibt es natürlich auch noch extra Content zu meiner Dubai-Reise, zur Expo und noch zu sonstigen Videos. Also in dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Just excellent, this one bar with us. You know the car with us, them now war with us. You know the club, them one flex with us. They get next with us, them now vex with us. From the day my contract, I'm a